Hallo meine Lieben, willkommen im 16. Winter und in der Version 5.02, in der Testversion, da gab es ein paar Neuerungen, unter anderem, wenn man jetzt in der Mine arbeitet, wenn man eine Mine hat in der Höhle, dann wird jetzt, werden jetzt Schilder aufgestellt Richtung Ausgang, da geht es zum Ausgang, also das haben sie wohl für mich gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da oben liegt irgendwie ein Rundholz im Baum. Wie kommt das denn da hin? Ob hier irgendwelche Tiere sind, weil es ist ja so, wenn man dieses 501 geladen hat, dann waren ja irgendwie Tiere im Dorf. Ne? Und jetzt habe ich aber jetzt 502 schon, ohne dass ich es verhindern konnte. Und da weiß ich jetzt nicht, ob da das auch noch so ist, dass Tiere durchs Dorf laufen. Also wilde Tiere. Fände ich jetzt schön. Da oben ist ein Rundholz im Baum. Wie kriege ich denn das da runter? Wahrscheinlich nie, ne? Auf dem Baum klettern kann man ja noch nicht. Aber wir gucken uns erstmal unsere Kinder an. Wir haben ja Kinder hier, ne? Und die finde ich so schön. In meinem anderen Dorf habe ich ja noch keine Kinder, die außen rum rennen. Guck mal, ist der nicht süß? Ah, die, Radegunda. Radegunda in Blitzklamotten mit Schuhen. Oh, wie süß. Jetzt muss ich mal echt gucken, ob wir noch mehr davon haben. Ob hier noch mehr Kinder rumrennen. Das finde ich so schön. Da ist noch einer. Bumir. Zeig dich mal, Bumir. Hallo, Bumir. Na, kleiner Mann. Die sind so süß, die Kinder, dass sie jetzt so Klamotten haben. Das ist doch schön. Und der steht ja auch nicht, weiß nicht, ob der jetzt zufällig jetzt hier beim Feuer steht oder ob das jetzt genau dieses vorm Haus rumstehen ist. Da ist noch einer. Schauen wir mal. Strohgebohr. Ei, süßer. Der sieht auch aus wie so ein Strohgebohr. Oh, immer ein Schmollgesicht gemacht. Warum hast du so ein Schmollgesicht gemacht? Hat ich den Vater zur Seite geschubst? Gibt es hier noch mehr davon? Nee, da sitzt immer noch der einsame Sturmier, oder wie hieß der? Ja, den keiner haben will. Gut, das ist das. Jetzt bin ich auf die Frage, überlege ich gerade, warum ich irgendwie so viel Zeugs in der Tasche habe. Wollte ich wieder irgendwas machen und habe irgendwie, ich habe hier 43 Holzbolzen in der Tasche, warum auch immer. Wollte ich irgendwas verkaufen. Ich habe einen Pelzumhang hier. Den ich aber erstaunlicherweise nicht anhab. Warum? Ach, hier ist Winter. Ziehen wir den nochmal an. Ich habe noch 4 Birnensämlinge in der Tasche. Und 2 Kirschsämlinge. Und 2 Pflaumensämlinge. Ich glaube, ich wollte Obstbäume sehen. Kann das sein? Und Stöcke. Und Stroh. Und Weizenkorn. Ich hätte mir mal die letzte Folge angucken sollen. Da rennt auch schon der erste Hase rum, sehe ich gerade. Hier ist auch ein Häschen. Hallo Häschen. Oh, wie schön. Na? Rennen Hasen immer im Dorf rum. Oh, ich finde das toll. Ich fände das so schön, wenn diese Hasen zumindest, also wenn die Tiere, die grün angezeigt werden, wenn die bleiben würden. Meinetwegen könnten die im Dorf bleiben. Aha, da rennt auch noch einer. Oh, wie schön. Ach ja, was auch neu ist, habe ich gelesen. Man muss jetzt in der Taverne wohl den Grill anmachen, damit man da kochen kann. Das will ich mal auch ausprobieren. Den Ofen. Ah, entzünde ein Feuer. Oh, wie toll. Zack. Feuer an. Tier. Steinkinder. Entzünde ein Feuer. Oh, wie schön. Ja, das ist doch mal schön, ne? Oh. Das gefällt mir richtig gut. Ah, ist hier drinnen auch irgendwie anders jetzt? Im Haus? Obwohl, da ist ja wahrscheinlich noch das ganz normale Feuer, ne? Oh, wie sieht das eigentlich mit unseren Tieren aus? Ziege. Oh! Wir haben ein Zicklein. Hallo. Ist das unser Ziegenbaby? Oder ist es neu? Nein. Ach stimmt, das hatte ich letztes Mal schon. Hatte ich schon wieder vergessen. Wir haben 2 Schafe. Wir haben furchtbar viele Schweine. Oh nein, ich habe viel zu viele Schweine. Was soll ich mit den ganzen Schweinen? Gut. Schwein 1 kommt weg. Schwein 2 kommt weg. Ich brauche nicht so viele Schweine. Die machen so viel Dung. Das brauche ich gar nicht. So, wir haben 2 Gänse. Und wir haben total viele Hühner. Da müssen wir auch mal irgendwie was überlegen. Weil die Alten werden ja... Guck mal, die werden jetzt bald sterben. Ob ich diesmal verkaufe, die Henne? 600 Taler kriege ich dafür. Ich glaube, dann verkaufe ich die. Weil Hennen werden, glaube ich, Durchschnittsalter 6,25. Da kann ich froh sein, dass es überhaupt noch lebt. Eins ist auch schon mal scheinbar schon gestorben, weil ich hatte, glaube ich, 20 Hühner. Jetzt habe ich noch 19, bis auf den Verkaufen, weil die mal so viel Geld gibt es für einen Huhn.
Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Pass auf, jetzt verkaufen wir jetzt mal ein paar. Von den Älteren. Das geht ja hier so ratzfatz. Weil ja jeden Tag älter werden. Dann kommen die mal weg. So. Dann machen wir gleich wieder ein bisschen Geld, ne? Mit nichts tun. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich den ganzen Kram in der Tasche hatte. Da muss schon wieder repariert werden. Da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Ich will mal gucken. Ich wollte, glaube ich, oben Obstbäume hinsehen. Da gucken wir gleich mal hin. Jetzt bringe ich erstmal den Weizen weg. Bäh. Irgendwie hatte ich meine Maus noch falsch eingestellt. So. Ich hatte hier irgendwie Weizen. Warum auch immer Weizenkorn in der Tasche. Habe ich hier was zu essen noch? Leinfaden habe ich in der Tasche. Wollte ich vielleicht. So viel Leinfaden, Leingewebe. Habe ich hier Mehl in der Tasche? Wahrscheinlich wollte ich Laternen aufstellen. Das sieht ja bald danach aus. Da ich aber den Kram jetzt sowieso schon mal in der Tasche habe, dann kann ich ja gleich mal gucken, ob ich irgendwas reparieren kann. Wo wir schon mal den Krempel in der Tasche haben, habe ich Bretter jetzt auch. Und wahrscheinlich alles außer Bretter in der Tasche, ne? Doch, die Bretter habe ich auch. Potzblitz. Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder eine furchtbar schlechte Vorbereitung. Ich hätte mir ja auch mal vorher das andere Video angucken können. Das hatte ich ja schon mal vorbereitet. Das habe ich irgendwie vor 3 Tagen... Was weiß ich denn, was ich vor 3 Tagen gemacht habe? Hatte ich das aufgenommen, was jetzt da gestern war? Das weiß ich natürlich heute schon wieder nicht mehr, was ich da gemacht habe. Das mit dem Feuer gefällt mir richtig gut. Ich habe mich ja so aufgeregt. Oh, ich hatte ja mich bei Steam beschwert, dass sie diese Taverne, dass das Feuer nicht mehr brennt, ne? Ob die das sich zu Herzen genommen haben, ob ich vielleicht einen Anstoß gegeben habe. Könnte ja sein, ne? Bilde ich mir einfach mal ein. Dass sie gesagt haben, Mensch, die Heike, da hat sie recht. Gute Idee, wir machen das Feuer jetzt an. Und man kann jetzt wohl auch gar nicht mehr kochen, wenn das Feuer nicht an ist. Also, geht wohl nicht mehr. Naja. So, jetzt gucke ich aber nach oben mal hoch. Weil ich glaube, mich deucht, ich wollte hier... Genau, ich wollte hier Obstbäume sehen. Genau, hier wollte ich eine Reihe Obstbäume. Jetzt hatte ich mir überlegt, hier einen Weg zu machen und da die Obstbäume zu machen. Und dann ist mir aber eingefallen, dass das völliger Schwachsinn ist. Ich glaube, es ist viel schlauer, weil ich dann noch mehr Bäume wegnehmen muss. Also wenn ich jetzt ursprünglich, habe ich mir gedacht, ich mache hier so einen Weg. Ne? Und da dann die Obstbäume daneben. Dass man so zwischen dem Feld und den Obstbäumen lang geht. Aber eigentlich ist das totaler Blödsinn. Ich mache die Obstbäume direkt ans Feld. Das ist viel schlauer. Da muss ich mich keine Bäume wegnehmen. Mal gucken. Ich jetzt hier so, da so. Gehe ich da jetzt mal hoch. Das ist aber ein bisschen schade um die Beerenbüsche. Warum geht das jetzt hier nicht? Der Zaun im Weg. Jetzt müssen wir ein Stück weiter rüber. Den Zaun wieder so schief gesetzt. Na gut. Dann vielleicht so. So, so. Vielleicht ein bisschen Abstand, dass so ein bisschen Grünzeug noch so ist. Das ist immer nicht so schwierig. So, jetzt haben wir 5, 6, 7, 8. Das wäre bis hier oben hin. Dann müsste nur der Baum noch weg. Das ist ein bisschen schade. Was, glaube ich, mache ich? Es rennen ja tatsächlich Rehe durch das Dorf. Oh, wie schön. Schade, dass das hier nur einen Tag lang ist. Und der Fuchs. Kommt ruhig. Kommt ins Dorf. Na, kommt ihn besuchen. Oh, ich glaube, ich werde den Tag genießen. Einfach jetzt mit den ganzen Tieren, die hier rumrennen. Das hatte ich jetzt auch mal bei Steam gepostet. Ob sie bitte, bitte die Tiere, die grün sind, also die ungefährlich sind, ob sie die nicht bitte wieder ins Dorf holen. Ich finde es total schön. Da ist noch ein Fuchs. Na, Fuchs. Ganz ruhig reinkommen ins Dorf. Hier tut dir keiner was. So. Also, wie mache ich das jetzt? Da ist auch ein Hase auf dem Feld. Tut mir leid, dass jetzt gerade so wenig passiert, aber mir macht das gerade so einen Spaß, diese Tiere anzugucken. Ist das ein Hase? Ja. Und ein Reh. Oh, ist das nicht herrlich? Wenn die hier so durch die Gegend rennen, so dicht rankommen. Ich finde das total schön. Da ist noch ein Reh. Na komm. Vielleicht das Ganze
Getreide zertrampeln. Das ist mal die Frage, springen die über den Zaun rüber? Nee, das müssen die ja auch als Grenze sehen, ne? Aber ey, da muss ich mal ein Bild machen. Bleib mal da, Reh. Das ist so schön. Warte mal, vielleicht von hier nochmal? Birdshot? Dorf, Dorf, kannst du mal da bleiben eben. Ich wollte mal ein Bild machen. Ach Mensch, Reh. Kann man nicht mal in Ruhe ein Foto machen? So. Und dann nehme ich den Zaun nochmal weg und mache dann außen den Zaun lang. Ich glaube, ich nehme den Zaun nochmal weg. Es ist zwar schade um die Bretter, aber nee, ich glaube, ich nehme den Zaun nochmal weg. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Zaun zwischen... Ups. Oh, das war sowieso nur ein Zaun. Echt? Ups. Na gut. Zu spät. So, jetzt ist ja die Frage. Jetzt pflanzen die Obstfelder ja vielleicht genau daran. Ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt, weil hier überall irgendwas rumrennt. Da ist noch ein Fuchs. Ist das euch zu langweilig? Wahrscheinlich, ne? Ist mir aber gerade egal. Mir macht das gerade total Spaß. Ha? Ja, gut. Ein bisschen was müssen wir auch noch fertig kriegen. Können die den ganzen Tag nur Füchse angucken. Obwohl, eigentlich schon. So, dann mache ich jetzt hier einfach eine Reihe Bäume lang. Mal gucken, ob das jetzt geht. Ohne, dass der Baum weg muss. Da, da, da. So, da wäre es doch jetzt bündig mit, ne? Eins, zwei. Hoch. Aber ich würde den schon ein bisschen hoch machen, falls ich oben doch nochmal Felder ransetze. Obwohl, ich glaube, ich werde da gar keine Felder ransetzen. So wären es 7. 7 ist eigentlich eine schöne Zahl, ne? Zack. Ja. Habe ich eine Hacke dabei? Ach, natürlich nicht. Boah, ich könnte auch mal in die Mine gehen, mir so ein bisschen Bronze und so Kram machen, ne? Also Kupfer und sowas holen. Oh. Kann ich jetzt ein Bild von dir machen oder haust du ihn wieder ab? Ich möchte jetzt gern ein Bild von dir machen. Rie. Das ist so schön, echt. So, was habe ich jetzt in der Tasche? Warum kann ich nicht laufen? Achso, die Bretter vom Zaun abdingsteln, ne? Ach komm, dann machen wir da einfach einen neuen Zaun hin und dann sind die Bretter gleich wieder weg. Den machen wir jetzt hier 9 hin. Ich finde, passt das ja auch ganz gut. So, da so. Ach, den ziehe ich jetzt ganz lang. Einmal bis oben hin. Und dann machen wir so nach rechts rüber und dann ist gut. Siehst du, brauche ich mir auch keine Hacke holen, weil Madame das schon fertig gemacht hat für mich. Aber ich muss mir ja eh jetzt noch einen Beutel zum Sehen holen. So. Da, 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 da. Das finde ich gut. Da ist das Feld so abgegrenzt und dann hat man am Feldrand hat man jetzt so die Obstbäume. Das finde ich schön. Ich weiß gar nicht, wie weit bin ich denn hier eigentlich von Taverne 3 weg? Da können wir ja schon bald Kuchen backen. Da hätte ich natürlich auch total Lust drauf. Wer mich kennt, weiß ja, ich backe total gerne. So. Das ging hier doch wieder Federn. Ich denke, die sammelt er jetzt von selber auf. Also von letztem Mal wahrscheinlich noch, ne? In Zukunft werden die Federn ja von selber aufgesammelt. So, habe ich jetzt einen Beutel? Habe ich nicht, ne? Habe ich einen Beutel in der Tasche irgendwie vielleicht? Hä? Doch einen Beutel in der Tasche. Schön, der ist noch nicht ausgerüstet. Na gut. Müssen wir ja gar nicht so weit laufen. So, was habe ich denn jetzt? Ich habe 2 Pflaumen, 1 Kirsche und 4 Birnen. Das heißt, ich hätte jetzt 2, 4, 8. Müsste eigentlich noch ein Feld dran, ne? Noch eins ran? Oder lasse ich den einen noch? Ach komm, den lassen wir auch den einen. Ich glaube nicht, dass ich die Felder hier noch größer machen möchte. Nee, dann hebe ich den Baum noch für irgendwas auf. Wir müssen ihn jetzt ja nicht mit Gewalt pflanzen. Nur weil er in der Tasche ist. So. Nee. Also, dann machen wir jetzt erstmal vorne, weil da habe ich am meisten von meine Birne. So, dann machen wir Pflaume. Ich mache das jetzt einfach nach Gefühl. Ich habe jetzt schon wieder gedacht, das irgendwie symmetrisch zu machen. Aber das ist doch total bescheuert. Eigentlich ist das total egal, wie man das macht. Einfach machen und nicht mehr so viel denken. Ne? Findest du auch?
Fox. Alles gut? Oh, ich möchte jetzt überhaupt keinen Jahreszeitenwechsel haben. Weil dann sind die Tiere hier wieder alle weg. Noch eine Birne. Birne haben wir noch. Und einen Pflaumen. Jetzt brauchen wir nochmal eine Birne. Und hier noch eine Pflaume hin. So, jetzt müsste ich noch eine Birne über haben, glaube ich, ne? Also das passt doch gut. Weil wenn die jetzt Obstbäume gesetzt sind, ist eh zu spät. Dann ist vorbei. Können wir den Zaun eigentlich auch gleich fertig machen. Mache ich jetzt auch. Muss sowieso mal gucken, was hier so los ist mit Werkzeugen und ob die noch alles haben, weil es ist ja auch alles geändert. Haben die noch... Warte mal, gehen wir mal hier hin. So, Steinmesser brauche ich ja nicht. Angelsperr brauche ich eigentlich auch nicht. Ach, hier die Eimer. Lucky hat mir ja gesagt, ich habe keine Milch. All meine Eimer in einem Ressourcenlager sind. Und wo sie recht hat, hat sie recht. Die müssen ins Lebensmittel lagern, ne? Sonst finden die, glaube ich, nicht. Oder? Habe ich jetzt doch Milch hier. Oder wo nehmen die Ziegenmelker das her? Nehmen die echt die Eimer hierher? Nee, pass auf, wir machen jetzt mal zwei Eimer hier hin. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Leute die Ziegen melken, die Eimer hernehmen. Ob die aus dem Ressourcenlager nehmen oder ob die aus dem Lebensmittellager nehmen. Ich packe jetzt in beiden zwei Eimer rein. Und dann gucken wir mal, was passiert. Weil ich habe bislang immer noch keinen Milcheimer. Was mich so ein bisschen irritiert. Wieso habe ich hier überhaupt Holzhammer? Habe ich ja keinen Eisenhämmer hier. Blöd. Und Holzbolzen habe ich noch in der Tasche. Warum auch immer. So. Also. Dann haben wir Schurschere. Haben die Spitzhacke habe ich. Für den Grabungsschuppen brauche ich wahrscheinlich gar keinen mehr, ne? Ich habe hier noch Eisenhacken. Die sind für mich. Eine Schaufel für den Grabungsschuppen. Hammer, falls ich Schmiede habe. Und 10 Eisenäxte, Steinäxte für die Holzfäller. Ist ja eigentlich noch alles da, ne? Was man so braucht. Und da sind auch noch 20 Holzbolzen. Bringe ich die mal jetzt dazu. Ich weiß nicht mehr, warum ich die in der Tasche habe. Wahrscheinlich wollte ich die verkaufen, habe es dann wieder vergessen. Den Handschuh könnte ich auch mal anziehen. Ist ja Winter. Hab ich oft vergessen. So. Und jetzt. Jetzt machen wir erstmal den Zaun da fertig. So, mal gucken, wie viel kann ich da mitnehmen. Oh, passt noch. Passt. Ich mag diesen Zaun so gerne. Ich denke mal, man müsste mal einen anderen Zaun nehmen, aber irgendwie mag ich den Zaun auch. Sagt mal, wie findet ihr das mit den Tieren im Dorf? Ist doch total schön, wenn hier so ein Fuchs übers Feld rennt. Ich weiß nicht, warum man die unbedingt so verbannen muss, warum man hier so eine Bannmeile um seinem Dorf hat, dass da keine Wildtiere mehr sind. Ich kann es total verstehen, jetzt wenn jemand da jetzt irgendwie baut, wo eigentlich Wölfe und Wildschweine waren, also im Sumpf zum Beispiel, dass man dann dauernd Wildschweine im Dorf hat. Das findet man dann vielleicht nicht so lustig. Aber ich meine, selbst mitten in Berlin rennen ja Wildschweine rum, ne? Und hier, mitten in der Butnik, da sagen die Wildschweine, oh, da ist ein Dorf, da gehe ich lieber nicht hin. Ist ja jetzt auch nicht so realistisch, ne? Ich meine, das Rehe dann vielleicht sagen, ich gehe da nicht hin, weil denen das so viel Trubel ist, das kann ich noch verstehen. Aber auch so mitten in der Stadt gibt es ja Füchse. Ich habe mal eine total tolle Dokumentation gesehen über Füchse mitten in Berlin, wie die ja so, wo die da überall so wohnen und so. Das war total spannend. Oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Wieso habe ich eigentlich so wenig Bretter? So. So vielleicht. Verstehe ich jetzt auch nicht. Wieso habe ich Leinenfarben? Ach komm, das packen wir jetzt auch mal da rein. Eigentlich wollte ich es ja in den Dings packen, in die Näherei, aber jetzt packe ich es mal da rein. Fängt schon wieder an, da irgendwo was irgendwo hinzulegen. Da muss ich auch mal gucken, aber Dünger scheinen sie noch zu haben. Die bereiten jetzt die ganzen Felder vor. Das finde ich so schön. Das ist alles, für mich ist das die beste Neuerung von den ganzen Updates. Dass sie Felder vorbereiten. Ach stimmt, Bänke kann ich jetzt machen. Deswegen habe ich vielleicht das Zeug in der Tasche gehabt. Ich kann ja jetzt endlich auch Bänke machen. Wollte auch mal gucken, mein Tavernenplatz, ob ich den schon fertig habe oder nicht. Habe ich auch schon wieder vergessen. Ach, dieses zwei Staffeln parallel spielen ist schon nicht so ganz so einfach. Die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt einen Spielstand speichere und
dann nochmal neu lade mit der neuen Version, ob das dann wieder mit den Tieren ist. Oh, irgendwie meine Tiere haben Hunger. Habe ich kein Tierfutter? Ups, ups, ups. 10, das sind wahrscheinlich die Hühner, ne? Wer hat da Hunger? Ich hoffe, dass sie da auch was geändert haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier irgendwo kein Essen... Doch, jetzt bin ich aber gerade direkt bei den Hühnern. So, wenn das jetzt so zu wäre. Doch, dann steht es hier. Ach, stimmt. Ah, ich hatte ja die Stelle umgebaut. Und dann hatte ich da kein Essen mehr. Warte mal, wie ist denn das jetzt hier? Tierhaltung. Sind da überall jemand drin? Leute? Ach, Leute? Eins von eins? Leute, stand es da schon immer Leute? Wahrscheinlich, ne? Habe ich bloß wieder vergessen. Gut. Tierfutter. 5 Stroh, ein Hafer, ein Roggen, ne? Wie sieht das hier aus mit Hafer und Roggen eigentlich? Jetzt, wo wir so viele Tiere... Oh, Haferkorn haben wir ja auch mehr als genug. Jetzt, wo ich so viele Tiere habe, wäre das vielleicht auch mal schlau, da mal ein bisschen mehr Hafer und Roggen und sowas zu machen. Ich muss das mal gleich mal gucken, wie viel Stroh ich noch habe. Ich würde jetzt gerne 200 Tierfutter machen. Ich hatte doch eingestellt, dass die auch Tierfutter macht, ne? In der Scheune. Ach ja, genau, was ich auch gelesen habe in den Patch Notes, dass die Korn levelte zu schnell, haben sie gepatcht. Also es war ja so, dass jetzt hier meine Leute in der Scheune, die Landwirtschafter, die waren ja immer sauschnell und sind hier, Norberta ist schon auf 10. Das ist jetzt leider auch vorbei, das finde ich ziemlich schade. Auf 10 ist die Wahnsinn, weil in dem anderen Spiel schon die Ludomira ist ja auch so zack hochgegangen. Und das, da war wohl ein Fehler drin, dass die ehemalige Landwirte, die jetzt Scheunenknecht sind, dass die zu schnell leveln. Aber Gott sei Dank ist meine Norberta ja schon auf 10. So gesehen kann mir das wurscht sein. So, Tierfutter. 10% habe ich da eingestellt und das reicht immer noch nicht. Hm, das ist ja doof. Vorher hat das gereicht. Dumm. Verdorbenes. Ach ja, hier verdirbt, ja, stimmt. Gut, Dünger, das funktioniert. Aber das würde ich gerne alles eingestellt lassen, weil wenn ich das hin und her stelle, muss ich das nachher wieder ändern. Was ich rausnehmen könnte, wäre Mohnsamen. Obwohl, nee, komm, ich mache lieber selber Tierfutter, wenn die nicht hinterherkommen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die den ganzen Hafer verdaddelt. Dann mache ich jetzt lieber mal 200. Nimm das da wieder raus. Irgendwie ist mir das unheimlich, wenn die das machen. Oh, ich habe hier so viel. Kriege ich 1000 mit? 1000 bräuchte ich, ne? Mal gucken. Dann werde ich das gleich mal ausprobieren. Ich habe ja jetzt was geändert, ne? Und zwar muss ich gestehen, ich habe mir das bei Gleiskit abgeguckt. Der hat ja immer keinen Vorspann. Ich hatte ja immer diesen Vorspann. Und wenn ich diesen Vorspann von Videos... Ich fand den total schön, weil ich gedacht habe, so, oh, Wiedererkennungswert und so. Aber da muss man ja immer die Videos neu rendern und schneiden und solche Sachen machen, was ja auch immer total aufwendig ist und auch immer mit einem Qualitätsverlust verbunden ist. So, und jetzt habe ich überlegt, ich mache das so wie Gleiskit. Ich starte hier mal eben kurz. Der macht das nämlich immer so. Der macht in der Aufnahme, wenn er solche Sachen macht, einfach eine Pause und macht die Aufnahme dann weiter. Und jetzt muss ich das zum ersten Mal ausprobieren. Ich habe eine Pause-Taste, ich traue mich gar nicht. Wenn ich das so mache, dann kann ich mir nicht dieses direkt aufgenommene Video hochladen. Jetzt müsst ihr mir mal sagen, ob euch das stört oder nicht. Ne? Also so ohne Vorspann, so einfach. Ich meine, im Grunde genommen war das mehr so, ich fand den Vorspann halt schön, ne? Aber brauchen tut den keiner, ne? Wenn das Video gleich anfängt, man sagt ja immer, die ersten 5 Sekunden sind wichtig. Und wenn die ersten 5 Sekunden nur steht, die im Wald spielt mit Evil Dynasty, ist ja auch langweilig. Ich weiß nicht, ich werde es jetzt mal testen. Ich mache jetzt mal hier Pause und danach mache ich die Aufnahme weiter und guck mal, ob das so funktioniert. Ja, dann mache ich jetzt mal Pause, mal gucken. So, ich hole euch jetzt mal wieder dazu. Ich hoffe, dass das mit der Technik klappt, weil ich habe das natürlich dummerweise natürlich wieder nicht vorher ausprobiert. Ich hoffe mal, dass das klappt. Für mich würde das Leben total viel einfacher machen, weil ich müsste die Videos nicht neu rendern. Das wäre irgendwie eine Stunde weniger Arbeit und überhaupt. Und eigentlich finde ich das so ganz geil, wenn das so klappen würde. Oh, neues Niveau Landwirtschaft. Man hat natürlich diese tolle Überblendung, nicht so und so, aber ihr könnt mir ja mal Feedback geben, wie ihr das so findet. Ob euch das stört, ob ihr das vorher besser fandet.
machen wir jetzt? Wo machen wir das jetzt mal? Irgendwo gab es auch mehr Getreide, finde ich ganz gut. Ich glaube, ich möchte das nehmen. So, dass ich mehr ernte. Ich habe noch einen Punkt. Was ist das? Ja, Erfahrungsgewinn durch landwirtschaftliche Tätigkeiten? Nee, eigentlich nicht. Nee, das brauchen wir nicht. Mehr Früchte im Obstgarten wäre auch ganz schön, ne? Irgendwann können wir ja hoffentlich dann mal... Ach, guck mal. So, wie sieht das jetzt hier eigentlich aus? Wie weit bin ich denn von Taverne 3 noch weg? Naja, bisschen. Bisschen ziemlich weit. So. Ich denke mal, ich werde jetzt mal das ausstellen in der Scheune, dass die Tierfutter macht. Jetzt habe ich einen halben Tag verdaddelt, nur mit Tierfutter machen. Ne? Das ist irgendwie das Nervige, wenn man hier irgendwie nur einen Tag hat. Hat alles seine Vor- und Nachteile. So. Dann kann die jetzt in der Scheune aufhören. Jetzt bellt mein Hund hier rum. Jetzt prügeln sich Hund und Katze wieder. Das ist natürlich klar. Mein Telefon kann ich auf Stumm stellen, aber den Hund irgendwie nicht. So, dann sollen die hier mal mehr, sollen sie mal mehr Dünger machen. Ich denke mal, Dung werden wir eine ganze Menge haben. Machen wir das so. Warte mal, aus Verdorbenes habe ich, glaube ich, gar nicht so viel. Wahrscheinlich mehr aus Dünger, ne? Ist das überhaupt auch so mit Dünger? Weil die Erfahrung zeigt, die Schweine, die machen so viel Dung. Also ich muss unbedingt, gut, dass ich da noch dran gedacht habe, diese Schweine abzuschaffen. Ist ja fürchterlich, was die für Dung machen. Ist ja nicht normal. Und so viel Hopfen habe ich inzwischen auch schon. Wir brauchen unbedingt Taverne 3. Wenn wir den Zeus auch mal verarbeiten können. Was ist die denn doch? Leder und Pelz ist eigentlich in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was die da in der Näherei macht. Ja, einer auch irgendwas. Ich muss mir mal irgendwie, werde ich mir ohne euch das mal angucken, dass ich beim nächsten Mal mache ich das mal. Da bereite ich mich mal vor und guck mal, was die alle so machen eigentlich. Ist das schön, wie sie alle reinhüpfen, ne? So, machen wir diese Bretter noch fertig. Viel ist ja heute noch nicht passiert. Den ganzen Tag damit verbracht, Dung zu machen. Aber wir könnten jetzt eigentlich nochmal in die Mine gehen. Und die Bretter sind ja schon fertig. Ha. Ach, hier vorne auch noch ein Zaun. Das ist, glaube ich, doof, ne? Was kostet so eine Bank eigentlich? So eine Bank. Komm, das jetzt machen wir hier vielleicht für die Feldarbeiter. Das ist, schön wäre natürlich, wenn wir sich hier vor den Obstbäumen hinsetzen können. Aber da geht es natürlich nicht. Da sitzt schon einer. Oh, wie schön. Wer bist denn du? Weiß ich nicht. Kann man hier vielleicht, so dass man sich vors Feld setzen kann. Oder aufs Feld gucken, finde ich eigentlich ganz schön. Geht das hier nicht? Gibt Hindernisse. Was du immer mit deinen Hindernissen hast hier. Das ist doch kein Hindernis. Das finde ich echt so nervig. Oder ich mache mal bei mir vors Haus eine Bank. Theoretisch, wenn die Stühle, die stehen eh gut. Genau, da machen wir die Bank hin. Komm, hauen wir die weg. Die sind eh nicht schön hier. Kann meine Frau und mein Sohn sich da hinsetzen. So. So vielleicht. So. So. So finde ich es ganz schön. Gut. Ich glaube, da die Folge ja jetzt ziemlich kurz ist, weil ich ja so viel Pause gemacht habe, gehen wir einfach nochmal in die Mine, wa? Gucken uns mal die Mine an. Die müsste ja auch jetzt erleuchtet sein, weil man immer so spitz... Ist das die letzte Spitzhacke? Ach ja, was es jetzt auch neu gibt? Es gibt wohl eine Steinspitzhacke jetzt, die man machen kann. Das finde ich ja total genial, weil man muss das unter hölzerne Holzwaffen, Steinwerkzeuge. Die ist auch neu, eine Steinspitzhacke. Das finde ich total genial. Das heißt, man muss jetzt am Anfang nicht mehr die Spitzhacke kaufen. Eigentlich können wir uns mal so eine bauen und mitnehmen, ne? Nur so aus Spaß gönnen, weil es geht. Mache ich jetzt auch. Wie viele Steine haben wir doch bestimmt noch irgendwo rumliegen. Ach komm, die sammeln mal eben. Das finde ich total genial, weil sonst musste man ja immer die erste Spitzhacke kaufen. Und jetzt kann man sich so eine Steinspitzhacke selber bauen. Jetzt gucken wir mal, wie lange so eine Steinspitzhacke hält. Ich nehme mal die mit. Und ich nehme mir eine aus Eisen mit. Und dann können wir das mal vergleichen, so. Das finde ich total genial. Komm. Achso, die muss man gar nicht freischalten. Die ist schon freigeschaltet von Anfang an. Das auch noch. Oh, wie toll. Oder habe ich die eben freigeschaltet? Die habe ich nicht, ne? Ey, wie geil ist das denn?
So, die nehmen wir mit. Und dann nehmen wir noch. So, packe ich mal die Schaufel weg. Hammer weg, Hammer weg. Die können wir nicht aus. Und wir haben noch eine Fackel. Ist hier noch eine Fackel irgendwie drin? Dann nehmen wir noch mal eine Fackel mit. Ich weiß nicht, wie duster das da ist. Denn den Bogen nehmen wir mal lieber mit. Wer weiß, wer da unterwegs so rumkräuselt. Dann Bretter und Federn und Stocken und Kram können wir noch wegbringen. Stöcke können hier rein, falls man die hier mal braucht. Bretter braucht man hier nicht. Ach, den Birnensamen, den muss ich auch noch irgendwo hinsetzen. Ach, die tut jetzt ins Ressourcenlager. Ich glaube, da sehe ich den dann am ehesten wieder. Das trinken muss ich auch gleich nochmal. Und den flitzen wir nochmal ganz schnell in die Mine. Mal sehen, das schafft man doch bestimmt heute noch. Ach, dann kommt der jetzt auch da rein. Werde ich schon wieder finden da. So. Dann essen, trinken, los. Würde ich sagen, ne? Tag neigt sich schon dem Ende zu. Ich könnte mir auch mal einen Trinkschlauch voll Wasser mitnehmen, ne? Aber bis heute Abend müsste es eigentlich noch reichen. Also hier ist immer noch kein Eimer mit Milch. Ich verstehe das nicht, warum die keinen Milcheimer machen, das von meinen Ziegen. Also an beiden Stellen habe ich jetzt einen Eimer. Also das dürfte nicht das Problem sein. So, nehmen wir mal einen Eintopf. Noch einen Eintopf. Zu essen haben sie aber noch. Dann gibt es nochmal einen leckeren Eintopf. So, satt, was trinken und dann los. Ich bin mal gespannt, wie die Spitzhacke so ist. Die ist ja komplett neu. So, dann müssen wir jetzt zur Mine hin. Da kommen wir ja schnell hin. Da müssen wir hin. Auf geht's. Da laufe ich jetzt mal rüber. Ach komm, will ich gehen. Ach, kann man auch so schräg gehen. Braucht man hier ein Licht? Nee, könnte auch so genug sehen, ne? Braucht man keine Fackel. Na, Häschen? Ich habe immer noch Angst vor diesem Moment, wenn da plötzlich Bären in der Höhle sind. Aber hier waren ja noch nie welche. Wer läuft denn da rum? Das ist ein Ausrufezeichen. Wahrscheinlich hat sich hier wieder jemand verlaufen. Das hatte ich im anderen Spiel schon, dass hier irgendjemand hier so rumdödelte. Nee, ach nee, Baranika ist einer. Na gut. Dass die Leute irgendwie so mit dem Laden vom Update plötzlich woanders aufgetaucht sind. Wie findet ihr eigentlich die neue Musik? Also ich habe das immer am Anfang eben gedacht, so, oh, neues Lied. Aber dann war das auch schon wieder so integriert, dass ich gesagt habe, nee, stört nicht. Also ich finde die okay. Die neue Musik, die passt sich gut ein in den Rest. So, das mal. Jetzt machen wir die. Jetzt habe ich die andere Spitzhacke nicht mitgenommen. Ich Idiot. Jetzt habe ich nur die Steinspitzhacke mitgenommen. Ich Doofi. Ich wollte das noch vergleichen. Na gut. Ja, mal gucken. Da gibt es halt nicht so viel. Ich glaube nicht, dass die lange hält. Wahrscheinlich kann man da so irgendwie 3, 4 Dinge abkloppen und dann ist sie kaputt. Echt nicht dran gedacht. Ich muss mir hier auch mal eine Kiste hinlegen mit Spitzhacken. So wie ich das in einem anderen in meinem Gedenkbaum gemacht habe. Da habe ich mir ja vor der Mine so einen Tisch hingelegt. Ach ja, das stimmt. Hier hatte ich ja Fackeln gebaut. Ah, oh, hübsch. Dass ich mir hier auch so einen Tisch hinstelle mit Spitzhacken. Damit man beim Vorbeigehen immer mal sagen kann, oh, ich guck mal ein bisschen was. So. Oh, wie schön. Die sieht ja ganz anders aus als die andere Mine. Ach ja, was auch kommt, das haben sie bestimmt für mich gemacht. In der neuen Mine, wenn man jetzt eine Mine hat, also eine Mine gebaut hat in der Höhle, dann gibt es Hinweisschilder, so Ausgang da lang. Ich meine, das haben die bestimmt für mich gemacht, ne? Für solche Dussel, die sich dauernd verlaufen. So, gucken wir mal. Ach, die ist ja niedlich. Die sieht auch schon ein bisschen spartanisch aus, ne? Oh, doch. Geht aber. Nein, guck, muss ich oft kloppen. Ach, hab ich noch nicht gelevelt irgendwie, ne? So, jetzt habe ich einen weg. Na, viel hält die nicht aus. Aber es reicht halt, ne?
Das ist die Frage, wenn man das jetzt abbaut damit, ob das Material, was man jetzt gewinnt, reicht, um sich eine bronzene Spitzhacke zu machen. Das wäre interessant. Jetzt mache ich mal, werde mal versuchen, zwei Kupferadern und zwei Zinnadern zu machen. Also gleichmäßig Kupfer und Zinn und dann gucken, ob es reicht für eine bronzene Spitzhacke. Dann wäre das eigentlich perfekt. Dann hat man am Anfang diese eine Steinhacke. Also Steinspitzhacke. Ja, also es waren jetzt vier. So, jetzt habe ich nochmal, jetzt machen wir nochmal einmal Kupfer und dann noch einmal Zinn. Das ist der fünfte. Das geht aber eigentlich, ne? Weil das die so schnell gebaut ist, finde ich das völlig in Ordnung. So, ist hier noch irgendwie Zinn? Jetzt machen wir mal Zinn jetzt. Da ist Zinn. Jetzt habe ich sechs Dinger. Ah, acht, glaube ich, kriegt man damit weg, würde ich sagen. Das waren jetzt sechs. So, jetzt brauche ich nochmal Kupfer. Noch einmal Zinn. Ich glaube, das, dann war es das, oder? Geht die jetzt schon kaputt. Ah. Nein, das war's. Das war's mit unserer Hacke. Einmal können wir nochmal probieren, hier irgendwo so ein Ding ankloppen. Das wird nicht reichen. Ach, dann hauen wir hier mal sinnlos auf Salz. Zack, kaputt. Okay. Das waren jetzt... Huch, bin ich jetzt schon wieder nicht raus. Das waren jetzt sieben, ne? Sieben Dinge abge... Felsen abgedingstet. So, jetzt gucke ich mal, kann ich jetzt hier... jetzt habe ich wieder keine Stöcke mitgenommen. Das könnte ich jetzt ein paar... Komm, sammeln wir ein paar Stöcke. Zum Zurückgehen. Kann ich ein paar Steinmesser machen. Die besser gehen kann. Und damit haben wir jetzt mit der Steinspitzhacke... 19 Kupfererz und 18 Erz. Okay, Kupfererz erntet man scheinbar doppelt so viel. Das heißt, ich müsste dann nächste Mal... Ach nee, waren ja 7. Wenn ich... Ja. Zinn kriegt man scheinbar weniger raus. Da habe ich jetzt nicht genau drauf geachtet. Aber man kann ja zurückspulen, dann sieht man das ja. Jetzt trödeln wir mal ein bisschen zurück. Und dann war es das auch schon wieder mit Tieren im Dorf. Schade. Naja, also es reicht ja jetzt erstmal. Morgen probieren wir dann mal aus, ob wir damit jetzt schon eine Spitzhacke aus Bronze hinkriegen. Oder auch aus Kupfer. Ich weiß es gar nicht, ob es sowas auch gibt. Werden wir ja sehen. Das finde ich natürlich gut. Ne? Es reicht auf jeden Fall jetzt, um einen Start zu haben in der Mine, dass man erstmal das erste Zeugs abbauen kann und sich da aus Bronze und Kupfer irgendwas bauen kann. Also das gefällt mir richtig gut. Also einige Sachen von dem Update gefallen mir halt nicht so gut, weil vieles jetzt einfach gemacht wurde. Man kann überall alles kaufen und solche Geschichten. Das finde ich nicht so schön. Aber das hier, muss ich sagen, das gefällt mir jetzt richtig gut. Wenn man sich so Stöcke mitnimmt, dann kann man auch immer gleich nebenbei Steinmesser machen, sich ein bisschen Zinn und Kupfer holen. Und ja, sich die ersten Werkzeuge so aus Bronze und Zinn machen. Obwohl für Bronze und Zinn braucht man ja wahrscheinlich Schmiede 3 dann, ne? Ich habe jetzt eben gar nicht geguckt, war da in der Schmiede 2 überhaupt ein Lasebalg drin? Wenn nicht, müssen wir uns Schmiede 3 kaufen, ne? Bauen, meine ich. Müsste ja schon gehen. Muss ich gleich mal gucken. Oder gucken wir morgen früh. Ich wollte jetzt nur mal sehen, dass ich jetzt hier mal vorwärts komme. Ah, nach Hause flitzen wird eng, ne? Ah, mal gucken, ob wir es noch schaffen. Schon wieder sehr spät geworden. Ein Messer noch, da müsste es gehen. Wo ist jetzt? Das muss reichen. Ja, reicht. So. Na, wie spät ist es? Ach, 23:20. Das wird eng. Das wird eng. Ich versuch's mal, ob ich nach Hause komme. Ding, 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 ding. Ich spreche mal nochmal. Wer weiß, was passiert. Du, 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 du.
Ach, das finde ich gut mit der Spitzhacke aus Stein. Das ist echt eine tolle Sache. Weil, also die, ich glaube, die häufigste Frage, die ich jemals in irgendwelchen Foren gelesen habe oder bei Facebook ist, wo kriege ich eine Spitzhacke her zum Eisen abbauen? Weil das keiner gerafft hat. Ich meine, wenn man neu ist im Spiel, woher soll man auch wissen, dass man nach Hornica muss, sich eine Spitzhacke kaufen, damit man das erste Eisen abbauen kann. Ist ja auch echt doof. Das finde ich so schon viel besser. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch die Schmiede zu sehen kriegen. Lauf, Rasi, lauf. Ich habe da echt nicht drauf geachtet, eben, ob da ein Blasen ist. Doch, da war ein Blasebalken. Das stimmt. Die Truhe war ja links. Stimmt, die war ja links. Jetzt ist die Frage, ab wann kann man jetzt diese Spitzhacke dann bauen? Die aus Kupfer oder Zinn? Gibt es überhaupt nicht mehr. Man könnte aber auch unter Technologie gucken, ne? Wäre auch ganz einfach. Stimmt, da ist ein Blasebalken. Aber da muss man jetzt auch das Feuer anmachen. Ja, aber das gucken wir uns dann morgen an. Okay? Alles klar, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.